Eiberacher Schützenfest. Die Schützengutzle. Heute gibt es eine neue Folge mit Blicken hinter die Kulissen des Biberacher Schützenfestes. Hinter dieser Tür verbirgt sich ein ganz besonderes Geheimnis. Dort entstehen die Schützengutzle. Hallo. Hallo. Hier entstehen also die Schützengutzle. Frau Renk von Böhringer Ingelheim und Frau Ullmann von Ullmann Graphic Designers. Freut mich, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Und wie man sieht, Sie sind schon fleißig dran an den Schützengutzle. Die haben eine lange Tradition beim Schützenfest. Wann sind sie denn etwa entstanden, Frau Renk? Ja, 1956 gab es die erste Schützerdose, beziehungsweise die erste Verpackungseinheit für die Biberacher Schützerdosen oder Kinder. Gutzle, ja, genau. Gutzle, genau, ja. Und die sind entstanden... In Erinnerung an unseren ersten Geschäftsführer von der Firma Thome, der damals dann sehr verbunden war mit Biberacher im Schützenfest. Und als der verstorben ist, hat man dann eine Stiftung gegründet. Und ja, seither hat man dann gesagt, die Schüler, die Biberacher Schüler sollen jedes Jahr am Schützenfest eine Verpackungseinheit mit Süßigkeiten bekommen. Und die schöne Tradition gibt es genau, bis heute. Genau, die gibt's. Das ist sehr schön. Wie viel Stück an Dosen gibt es denn da so jährlich? Ja, das richtet sich immer nach der Schülerzahl und wir sind so aktuell bei 7.500, also 7.500, ja. Das ist eine ganz schöne Menge. Und die Dosen sind ja, früher waren sie, glaube ich, immer einheitlich so, mehr oder weniger ähnliche Verpackung mit unterschiedlicher Grafik drauf. Genau, es gab viele Jahre diese Dose, die auch bei Böhringer oder damals bei Thome selber verpackt wurde und also auch gestaltet wurde. Und seit den Mitte, Ende 90er Jahren sind wir jetzt umgestiegen auf die Blechdosen. Das heißt, bei den Blechdosen seit 1996, Frau Ullmann, sind Sie verantwortlich für die Gestaltung der Dosen? Genau, das war die erste 1996 und da ging es eben darum, eine Blechdose zu machen, die eben auch nachher noch Verwendung finden kann für Krimskrams oder schulisch für die Schule als Stiftebox und dergleichen. Also damals dann auch schon von Ihnen der Gedanke der Nachhaltigkeit mit reingebracht? Ja, genau. Also das war ein ganz wichtiges Thema, dass wir einfach nachhaltig weiterhin arbeiten und dass wir eben Dosen machen, die vielleicht einen zweiten Wert noch für den Schüler haben. Da gab es ja auch schon unterschiedliche Dinge. Also manche waren dann Schlampermäppchen, es gab noch... Ja, also hier zum Beispiel, was dann als Stiftebox verwendet werden konnte. Hier so für irgendwelche Kartensammlungen, also unterschiedlichster Art hier auch, eine große, also für Stifte, alles Mögliche. Großes Variantenreichtum, sowohl bei der Form, aber natürlich auch bei der Gestaltung. Genau. Gibt es da irgendwas, an dem Sie sich orientieren, dass Sie sagen, Sie nehmen sich besondere Design-Trends des Jahres an denen Sie sich orientieren? Nee, ich orientiere mich ausschließlich eben an Biberach. Was macht Biberach aus? Was macht das Schützenfest aus? Natürlich sind die Farben gelb und blau, die ziehen sich durch alle Dosen durch. Und die Schützenrose, also rot, ist zum Beispiel immer noch dabei. Und wir unterhalten uns natürlich immer, was wir machen könnten. Zum Beispiel hier sind ja die Türme, haben wir da mal umgesetzt. Oder hier von Justin Heinrich Knecht, das Schützenfestlied rund um mich her. Oder hier zum Beispiel die Dose von den WG-Trommlern, hier die Mütze mit und schön, so weiter. Schön umgesetzt. Ja. Beginnen tun sie aber klassisch... mit Papier und Stift, genau. Wenn es um die ersten Entwürfe geht. Also wenn so mal die Grundidee, wo wir uns unterhalten, was wir machen könnten, in welche Richtung es gehen könnte, dann fange ich an mit meinen Copic-Markern hier also zu skizzieren. Da gibt es dann immer zwischen 10 und 20 verschiedene Entwürfe, die ich dann vorstelle und wo wir uns dann das angucken und sagen, ja, in die Richtung könnte es gehen oder das nehmen wir von dem, ist da ein schönes Detail, das nehmen wir da rein. Und so entsteht dann das Design und da wird dann auch die Dosenform legen wir dann auch fest und da lasse ich dann Musterdosen kommen, die sehen dann so aus und ja, und dann, wenn wir uns entschieden haben, dann geht es dann in den Rechner rein. Also mit Adobe wird es dann alles, die Druckvorlage erstellt. Und so entsteht es dann.
Und dann nehme ich mit Süßigkeitenlieferanten Kontakt auf und lasse mir dann Muster kommen. Die testen wir zwei dann natürlich, das was heißt, schmeckt. Geschmacklich und von der Größe, ja, dass es in die Dose genau passt. Und da gucken wir natürlich, dass wir eben auch, weil die Schüler sind ja von der Grundschule bis zum Abitur, dass es eben alle, für alle was dabei ist, dass es allen schmeckt. Und dann suchen wir das aus und anhand dann der Muster wird es quasi zusammengepackt. Wo findet denn die Verpackung oder die Konfektion dann der Dosen statt? Also die Firma Böhringer hat mit der St. Elisabeth Stiftung in Biberach einen Kooperationsvertrag und alle Dosen werden dort angeliefert, auch alle Süßigkeiten lasse ich dort anliefern und die werden dann dort von den Menschen mit Behinderung mit großer Freude wird dann jede Dose einzeln mit Süßigkeiten befüllt. Wie Sie gesagt haben, anfangs die Menge von 7.500 Dosen, die da jedes Jahr rausgehen und die wirklich auch sehr begehrt sind, also unter den Schülern eine ganz großzügige Spende von Böhringer Ingelheim. Das ist ja auch bewusst so gemacht, dass es wirklich eine begrenzte Stückzahl eben gibt. Richtig. Und die nicht irgendwo noch groß vertrieben werden. Genau, genau. Also wir halten uns wirklich strikt an die Schülerzahlen, runden natürlich schon entsprechend auf, dass wir halt eine gute Bestellmenge haben, aber es soll trotzdem nicht gestreut werden, die Dose, dass die Dosen gehören den Schülern und soll für die Schüler auch ein Eins, also für die Schüler, die sind für die Schüler gemacht und sie sollen den Schülern auch gehören, also nicht jemand anderem mehr. Genau, sehr schöne Geste, eigentlich auch zurückgehen, ja, dann eben auf den Hans Strobel, der das damals mit initiiert hat, genau, letzten Endes. Genau. Dann sind Sie natürlich wahrscheinlich jetzt so rund um die Schützen auch sehr begehrt, wenn es darum geht, dass sich doch der eine oder andere vielleicht versucht, noch eine Gutzlesdose irgendwie zu ersteigern. Ja, also es kommen schon Anrufe, ob ich nicht eine Dose irgendwie organisieren könnte, aber ich habe auch schon gehört, dass in den Internet, bei eBay, dass da vertickert wird und gehandelt wird. Also das sind Sammelobjekte. Und wenn die Kinder eben dann aus der Schule raus sind, sind die Eltern natürlich, kommen die an keine Dose, genau, mehr ran und kriegen dann leichte Panik. Ja. Und das Geheimnis wird ja erst wirklich dann am Schützenmontag gelüftet, wenn die Schüler das sehen. Davor, genau, sind nur sie beide eingeweiht. Richtig, ja, ja. Und jetzt noch abschließend die Frage. Sie beide haben ja auch jetzt längere Zeit schon jetzt beruflich mit den Gutzlesdosen zu tun. Haben Sie eine besondere Lieblingsdose, Frau Uhlmann? Ja, also meine Lieblingsdose ist natürlich, weil ich im Wieland-Gymnasium in Biberach war, ist das die Dose von den WG-Trommlern. Also hier die Mütze mit dem Schild und die Schlägel, ja, und die coolen Brillen. Das ist meine absolute Lieblingsdose. Und bei Ihnen, Frau Wenk, haben Sie eine Lieblingsdose? Ja, also für mich hat jede Dose eine eigene Geschichte und einen eigenen Charakter. Und natürlich ist immer die Dose, die es gerade aktuell in dem Jahr gibt, für mich die schönste Dose. Wobei natürlich, man hat schon so ein paar Dosenformen auch oder ja, wo einem vielleicht ein bisschen mehr liegen. Aber wie gesagt, für mich hat jede Dose eine Geschichte und ich würde mich jetzt gar nicht unbedingt auf eine fixieren wollen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für den Einblick in die Schützengutsentstehung sozusagen. Und wir sind dann gespannt, was es für Dosen in diesem Jahr und in den nächsten Jahren geben, ja, wird. Prima, ja. Ideen gehen nicht aus. Vielen Dank, ja, fürs Interview. Dankeschön. Und schöne Schütze. Ja. Danke gleich. Schöne Schütze. So, das war der Einblick zu der Schützengutzle. Großzügige Spende von Böhringer Ingelheim an alle Schülerinnen und Schüler. Die freuen sich jetzt bestimmt schon auf die Ziehung. Nichts wie hin und schöne Schütze. Biberacher Schützenfest. Präsentiert von der Stiftung Schützendirektion Biberach mit freundlicher Unterstützung der Stadt Biberach. www.biberacher-schützenfest.com